Das Internet kocht. Wir müssen reden. Hi Leute, ich bin weiterhin krank und deswegen einfach, um Pausen machen zu können, etc. bla bla. Ist eigentlich auch egal. Erstmal so und wenn es besser geht, dann wieder anders. So viel zu der Erklärung. Sprechen wir jetzt einfach mal über das, was aktuell los ist. Es gibt einen riesigen Streit zwischen prominent getrennt Teilnehmenden Jakub und Nicola. Und ich denke, das war definitiv nicht auf unserer prominent getrennt Bingo-Liste. Aber ja, es scheint jetzt sogar so zu sein, dass auch andere Leute ein Problem mit Nicola haben und sich immer mehr Leute gegen ihn stellen. Nicht, dass man sich da irgendwie verwirren lässt. Niemand ist deswegen jetzt auf Glorias Seite. Also alle sind immer noch Anti-Gloria. Aber viele sagen jetzt, oder einige sagen jetzt zumindest, sie sehen Nicola mittlerweile mit anderen Augen und finden, dass er auch nicht in Wahrheit so drauf ist, wie er im Internet oder im Fernsehen zu sehen ist. Der ganze Streit von denen ging damit los, dass Jakub, der aktuell so einen alten TikTok-Trend auf Instagram postet, eine Art Charakterauswahl-Screen nachgestellt hat und dann eben die verschiedenen Charaktere, die man wählen konnte, waren halt so prominent getrennt Darstellende. Und da war eben unter anderem Nicola dabei und wie man hier sehen kann, hat der Nicola unterm Strich als Hund dargestellt, weil er Gloria gegenüber so gehorsam ist. Und das hat Nicola gar nicht gefallen. Und er wurde in einer Umfragerunde darauf angesprochen und hatte Folgendes zu sagen. Ja Leute, ich habe gerade gesehen, was der gepostet hat. Ich sag's euch, der Typ ist sowas von lächerlich. Der ist einfach sowas von lächerlich. Der sucht Aufmerksamkeit und der kann nicht mal ordentlich eine Frau ein Vorspiel gönnen. Der kann nicht mal hochkriegen. Das ist kein richtiger Mann für mich. Der Typ ist einfach kein richtiger Mann. Der hat gar nichts zu sagen. Man könnte an diesem Punkt sagen, dass es vielleicht einfach irgendwie nicht gut ankam und das Ganze ist hier wieder vorbei, aber nein, ist es tatsächlich nicht. Es haben sich dann zwei Leute dazu gemeldet, einmal Jakob natürlich, aber bevor wir zu ihm kommen, sprechen wir nochmal über Mark Robin, denn Mark Robin hat sich ebenfalls eingemischt. Eine kleine Sache möchte ich auch noch über Jakobs Reel loswerden, was ich erstens mal komplett genial finde, so, ne? Leute, in diesem Reel stellt er uns ja alle so ein bisschen nach, ne? Er kann aber auch nur das nehmen, was wir ihm bieten. So, ich wurde ja auch als Fremdgeher irgendwie dargestellt oder irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, aber irgendwas so in die Richtung war das ja. So, ist ja kein Problem, habe ich ja gemacht, so kann er nutzen, so, ne? Da gibt's eine andere Person, die heult jetzt rum, weil sie als Hund dargestellt wird. Sorry, Digga, aber wenn du wie ein so dich behandeln lässt, dann Was kann er dafür so? Das ist ja deine einzige Schuld, dass du dich so behandeln lässt und so dastehst und wenn so, ne? So. Jetzt habe ich vorhin von Jakob einen Screenshot geschickt bekommen, dass halt Nico sich darüber irgendwie aufregt und jetzt meint Jakob sei kein Mann und so, was so völliger Bullshit ist. Leute, ich würde sagen, wir gucken uns heute Nacht mal die neue Folge an und gucken mal, wer hier der Mann ist und wenn. Ich frage mich auch gerade so. Also Nico meint ja dann in der Story, ja, Jakob macht ja nicht mal Vorspiel, der ist ja gar kein Mann, so. Okay, scheint am Vorspiel zu liegen. Akzeptieren wir kurz mal so. Dann aber denke ich an Zeit zu zweit prominent getrennt. Nico und Gloria sind auf dem Date. Wir nehmen jetzt mal aus Nikos Aussage aus der Story heraus, dass er hier der Vorspielgott überhaupt ist. So, aber Gloria sagt doch zu Nico, er ist kein Mann. Also würde ich mir mal Gedanken machen. Auf jeden Fall, es ist wie es ist, es ist eigentlich gar nicht mein Problem, aber irgendwie, ich kann ja auch meine Backen nicht halten. So. Jetzt habe ich auch meinen Senf dazu wieder ein bisschen beigegeben. Heute Nacht kommt die 6. Folge, Leute. Ich packe euch hier wie immer einen Link rein. Und dann wisst ihr ja, was um 0 Uhr zu tun ist, oder? Und schließlich hat es sich auch Jakob nicht nehmen lassen, zu sagen, was er darüber denkt. Er meint, dass Nicola in seinen Augen komplett fake ist. Er regt sich übrigens auch nochmal über Gloria auf und spricht darüber, dass ihre Aussage in der letzten Episode nicht okay war. Falls es jemand jetzt noch nicht mitbekommen hat, das ist einfach nur ein Ausschnitt gewesen, in dem unterstrich Gloria sich in die Beziehung von Silva eingemischt hat, der ja auch nicht der große Sympathieträger ist, sowohl im Haus als auch beim Publikum und meinte unterm Strich ja, dass er auf gar keinen Fall mit seiner Ex-Partnerin, wobei wir alle wundern uns ja, sind die wirklich getrennt oder nicht, aber ja, nicht mit seiner Ex-Partnerin zusammenkommen soll, weil er halt einfach auch schlecht für die Kinder wäre etc. wegen seiner ganzen Art und Jakob ist ja einer der wenigen Leute, die sich mit Silva immer noch ziemlich gut verstehen und da hat er ihn wohl auch in Schutz genommen und in dem Zuge einmal gegen Gloria und gegen Nicola ausgeteilt. Und ich will direkt zu der einen Szenerie da was sagen, zu der, naja, sagen wir mal Diskussion, wenn man das so nennen kann, oder Gespräch, was das ja mit Gloria war, wenn man so etwas überhaupt mit ihr führen kann.
Freunde, wir brauchen gar nicht drüber reden. Wie kannst du dich als sie da hinstellen und zu einem 20 Jahre älteren Menschen, der Kinder mit einer Frau hat, die, er mag ja sein, wie er möchte, aber man sieht auch, dass sie es wieder miteinander versuchen wollen. Auf deren Art, das geht niemand etwas an. Und da sind nun mal eben Kinder im Spiel. Und dann stellt man sich als Gloria so rotzefrech da vorne hin. Vor allem sie. Sie traut sich noch, sich so rotzefrech da vorne hinzustellen. Und dann so einen Spruch zu drücken. Also das war unter aller Kanone. Und deswegen ist mir da auch so der Arsch geplatzt. Ja. Zu jemandem mit Kindern sowas zu sagen, das ist menschlich einfach komplett unterirdisch. Und dann, anstatt sich mal selber zu reflektieren, aber das kann sie nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie vorm Fernseher sitzt, sich prominent getrennt anguckt und selber, wenn sie es alleine guckt, für sich selber Ausreden erfindet für ihr Verhalten. Und das ist, hart traurig, muss man an der Stelle so sagen. Also das ist Wahnsinn. Und dann zu mir zu kommen und einfach nur zu sagen, ja, du hast das Gleiche auch zu mir gesagt. Freunde, der Ton macht die Musik. Ich habe gesagt, dass alle Leute irgendwo was gegen sie haben oder sie nicht so toll finden und ihn bis dato in Ordnung fanden. Und ich habe einfach nur gesagt, Nicola, mach dir einfach mal deine Gedanken dazu. Hat man ja nochmal gesehen jetzt in der Folge, dass ich einfach gesagt habe, nur als Tipp, es geht mich zwar nichts an, aber mach dir mal deine Gedanken dazu. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja. Nochmal, man muss die Tragweite von deren Beziehung, Ex-Beziehung, was auch immer das bei denen ist, und der von Silva und Stephanie mit den Kindern noch dazuziehen. Das ist nochmal was ganz anderes. Der Ton macht dabei absolut die Musik. Und das hat in dem Fall auch nichts mit Doppelmoral zu tun, ja, denn es hat sich im Endeffekt so dargestellt, wie es ist. Ich meine, man sieht ja, wie sie den Jungen runterputzt. Was auch immer, bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe einfach nur gesagt, Nicola, denk doch einfach mal drüber nach, warum die Leute dich bis zu dem Zeitpunkt mögen und sie einfach nicht. Ja, habe ich aber nicht gesagt, Nicola, du trennst dich jetzt von der. Das habe ich nicht gesagt. Das hat man auch ganz klar so gesehen. Wobei ich aber an der Stelle sagen muss, dass er auch nicht ganz ohne ist, ne? Also vorne rum immer, ey, ich will keinen Streit, so. Und dann auf einmal in den Interviews ist er dann wieder ganz anders, ne? Also ist auch schon ziemlich hintenrum, ne? Also das stimmt auf jeden Fall, dass er sich nicht traut, Leuten Sachen ins Gesicht zu sagen. Das traut er sich definitiv nicht, ja? Also ist er da auch nicht so ganz ohne. Das muss man zu dem Zeitpunkt jetzt unbedingt auch noch dazu sagen. Und abschließend muss man an der Stelle einfach sagen, dass sie in meinen Augen wirklich in einer ganz anderen Dimension lebt. Das waren wirklich dann in dem Moment. Und ich finde es absolut richtig, dass ich es angesprochen habe. Ich gehe zu ihr hin und sage, hör mal, die haben Kinder. Das kannst du nicht machen. Ja, dass man da das nicht mal Klick macht und man sich denkt, okay, boah, fuck, vielleicht habe ich da echt ein bisschen was zu viel gesagt. Nein, weiter gegensteuern, weiter sich selber ins Gute reden wollen, obwohl das gar nicht mehr geht. Ja. Und jetzt in der Vorschau zur nächsten Folge sieht man auch noch, wie die da sich noch küssen. Da muss ich auch sagen, das ist mein Real, was ich gemacht habe, auch über ihn, dann doch gar nicht mal so verkehrt ist und fernab der Realität, weil nach all dem, was sie da zu ihm gesagt hat und so weiter und immer wieder beleidigt, obwohl er noch gestern zu mir gesagt hat, ich wäre kein richtiger Mann und sich dann aber selber die ganze Zeit so betiteln lässt, ganz schwierig, die beiden, also wirklich, das ist, da fehlen mir die Worte, so unterirdisch ist das, muss man wirklich so sagen, wie es ist. Was sie also gesagt hat, Silva und Stephanie gegenüber, war menschlich, also absolut unterirdisch und respektlos. Und ich muss aber sagen, so langsam aber sicher, wenn ich das immer wieder in Interviews sehe, dass Nicola dann sich es nicht traut, vor anderen Leuten irgendwas zu sagen, in einem Interview schön so hintenrum stichelt, ne? So ein kleines Männlein von hinten, so, jetzt mach ich da mal so ein bisschen was. Naja, also langsam aber sicher muss ich sagen, tun die sich da gar nicht so viel, die beiden. Ja. Einziger Unterschied ist, dass sie natürlich wie so eine wilde Bestie auf den drauf geht und der das dann schön hintenrum macht, ne? Aber ich denke, auch in der Folge hat man wieder gesehen, was sie, aber auch er und die im Package einfach für Menschen sind, ne? Ich glaube, da muss man jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, Freunde. Für alle, die die Folge gesehen haben, ihr wisst Bescheid. Ansonsten, geiles Wetter, macht euch einen schönen Tag und wir hören uns später. Dabei hat es aber nicht belassen. Er hat dann außerdem auch noch diesen Text geschrieben, in dem er auch nochmal ziemlich heftig austeilt und meinte,
Es ist, wie ich gesagt habe, böse Menschen bleiben so von innen heraus. Da kann man sagen, was man will und sich noch so sehr versuchen, ins richtige Licht zu rücken. Und jetzt auf einmal kommen die Argumente, aber bei prominent getrennt hat man keine und kriegt die Backen nicht auseinander. Klassische Internet-Rambos. Ein weiterer unterirdischer Mensch wurde entlarvt und dabei bleibt es. Es wurde alles gesagt und alle haben es gesehen. Ich freue mich auf das nächste Character-Reel. Das wird nochmal ein Grand Finale. Ich weiß jetzt nicht, was Nicola getan haben kann, um als so ein furchtbar böser Mensch bezeichnet zu werden. Also ich schätze mal, es bezieht sich hier auf Nicola. Keine Ahnung, er macht auf jeden Fall einen relativ sympathischen Eindruck. Wenn er dann ein bisschen hinterfotzig ist und die Leute deswegen sauer auf ihn sind, dann kann ich das halt auch komplett verstehen. Aber also ich weiß jetzt nicht, ob man ihn direkt in die Kategorie bösartiger Mensch einordnen kann. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr da so dazu denkt. Und wie man hier auf jeden Fall deutlich rauslesen kann, ist, dass Jakob irgendeine Art von Racheakt geplant hat. Und wir werden es wohl die nächsten Tage in einem Reel von ihm sehen. So viel dazu. Was denkt ihr zu dem Ganzen? Verfolgt ihr prominent getrennt aktuell immer noch? Und habt ihr diesen Streit mitbekommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist klar, dass sich viele Leute streiten. Und ich habe auch bei Umfragerunden von verschiedenen Leuten gesehen, dass teilweise auch Zuschauer irgendwelche Sachen anstacheln und behaupten, die eine Person hätte über die andere Person schlecht in der Story geredet und die Person meint nur so, hä, ich habe gar nichts mitbekommen, worum geht's? Aber dass jetzt ausgerechnet Nicola sich mit denen verstreitet, das habe ich wirklich nicht erwartet. Naja, so viel dazu. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich werde euch dazu kommen und ganz genau nachschauen, ob ihr das auch wirklich getan habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye.